Angela Merkel auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt. 11 Stände besuchte die Kanzlerin in gerade mal 94 Minuten und informierte sich dabei über die Neuigkeiten aus der Branche. Doch auch in Frankfurt kam Merkel um ein Thema nicht herum, die Flüchtlingskrise in Europa. Insgesamt glaube ich, dass das, was wir im Augenblick mit vielen Flüchtlingen erleben, etwas ist, was wir mit Optimismus angehen sollten. Natürlich stehen viele praktische Fragen im Augenblick im Zentrum. Die Zahl der Betten, die Antragsbearbeitung, Entscheidungen über die Bleibeperspektive und, und. Aber wir wissen auch, genauso wichtig ist anschließend die Integration als langfristige Aufgabe der zu uns kommenden Menschen und derer, die hier bleiben werden, die Integration in unsere Gesellschaft, in unser Wertesystem, in unser Land ganz insgesamt. Und deshalb meine Bitte an Sie, die Sie hier sind, in einer erfolgreichen Branche der deutschen Wirtschaft, wo immer sich Möglichkeiten ergeben, offen auf Menschen zuzugehen, ihnen Chancen zu geben, ermuntere ich Sie, dies zu tun. Aber ich weiß, dass Sie dies in vielfältiger Weise bereits tun und dafür ein herzliches Dankeschön. Denn wir dürfen nicht vergessen, so wie im Augenblick wir Wandel bei uns sehen, neue Aufgaben sehen, so ist die gesamte Welt im Wandel. Und sie wartet nicht auf uns in Deutschland, sondern Entwicklungen vollziehen sich in Europa, aber oft auch außerhalb Europas. Und deshalb ist es gerade auch für die Europäische Union so wichtig, dass wir an unserer Wettbewerbsfähigkeit arbeiten, dass wir an soliden Finanzen arbeiten, dass wir an die Zukunft denken. Und wir wollen uns einen fairen, offenen Wettbewerb stellen, aber wir haben in diesem Wettbewerb noch längst nicht überall gewonnen. Und deshalb ist es so wichtig, dass gerade auch die Automobilindustrie, die deutsche Automobilindustrie, auf dieser Messe zeigt, was sie mit dem Ruf Made in Germany auch an Innovation verknüpft und was an neuen Produkten hier auf den Markt kommt.